Er kommt immer wieder aus Bayern ins Berner Oberland und tingelt dann mit seiner Zither von Lokal zu Lokal und verwöhnt die lochte Prominenz mit Eigenkompositionen. Sein Repertoire ist jetzt um ein Stück erweitert worden. Der Werner Frey hat nämlich den sogenannten Roger Federer Marsch komponiert. Dem Tennisspiel zugeschaut und das war spannend bis zum Schluss. Das hat bei mir nachgewirkt die ganze Nacht. Ich konnte also nicht mehr schlafen, bin um Mitternacht aufgestanden und habe gesagt zu mir, jetzt wälzt du dich nicht im Bett, sondern machst was. Dann habe ich meine Zither rausgeholt, habe mir ein Notenblatt genommen und mit dem Notenblatt habe ich mich hierher gesetzt und dann habe ich angefangen. Der gebürtige Bayer aus München lebt seit 12 Jahren in Kanada. Jeden Winter und jeden Sommer kommt er aber für je 3 Monate in die Schweiz und spielt in einem Hotel zu Gstaad für die Gäste auf seiner Zither. Und Gstaad selber ist es dann auch, wo der Werner Frey auf den Tennisgeschmack gebracht hat. Wir haben in Gstaad ja dieses ATP-Tennisturnier. Das hat mich natürlich auch schon motiviert, dem Tennis näher zu kommen. Ich bin oft runtergegangen, habe zugeschaut. Und dabei hat der 72-Jährige so einiges erlebt. Einmal hat der Boris Becker, ja, war eine kleine Pause auf dem Tenniscourt und dann habe ich ihn angefeuert mit meinem Alphorn und der ist richtig erschrocken. Das weiß ich noch. Das hat man dann auch, wie hat man gesagt, das kannst du nicht mehr machen. Im unterm Tennis spielen kann man nicht Alphorn blasen. Aber stellen Sie sich vor, die Organisatoren vom Tennis sind dann nach dem Spiel zu mir herangekommen und haben gesagt, kommen Sie doch zur Preisverteilung nach dem Spiel auf dem Center Court und dann blasen Sie. Und das hat eine gute Mischung gedacht, Tennis und Musik. Und darum ist der frohe Musikant, wie er sich selber nennt, auch dabei geblieben. Der Roger Federer ist jetzt der weltbeste Tennisspieler und der verdient einen schönen Marsch. Er hat gewiss schon ein Menges Stück komponiert, aber auf den Roger Federer Marsch ist der Werner Frey besonders stolz. Und ich sage Ihnen, wenn der Marsch, wenn ich den jetzt den Johann Strauss oder den John Philip Sousa vorspiele, die klopfen mir auf die Schulter und sagen, Buh, gut hast du es gemacht. Der Musikant mit Kultstatus aus Gstaad, man würde gerne noch mehr sehen von ihm, darum hier jetzt ein paar Aufnahmen vom Drei zu diesem Bericht. Ich glaube, ich sitze drin auf. Ja? Man weiß nie. Man weiß nie. Dann mache ich es aus. Ja. Und noch wie viele Sekunden? Ich kann aufstehen. Ich mache, was Sie sagen. Der Marsch hat etwa Opus, ich weiß nicht genau, zwischen 400 und 600. Ja.